diesem Tutorial werden wir uns die allgemeine Winkelberechnung zwischen zwei Vektoren anschauen. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, die drei Fälle für die Schnittwinkel werden dann getrennt in anderen Tutorien behandelt. Schaut euch einfach die Playlist an, dann findet ihr auch das andere Tutorial. So, also, zuerst die Situation. Wir haben zwei Vektoren A und B und wir möchten den Winkel dazwischen. Dazu hilft uns folgende Formel. Das ist die Formel des Skalarprodukts. Wir kennen auch oben im Zähler den Skalarprodukt der zwei Vektoren. Und der wird uns auch sagen, welche Art von Winkel wir bei der Berechnung erwarten können. Und zwar, wenn das Skalarprodukt einen positiven Wert hat, dann handelt es sich um einen Spitzenwinkel. Und zwar, damit ist gemeint, ein Winkel zwischen 0 und 90 Grad. Dann ein Sonderfall, das man schon kennen sollte, wenn das Skalarprodukt zweier Vektoren 0 ist, dann haben wir einen rechten Winkel. Und der letzte Fall, wenn das Skalarprodukt negativ ist, dann haben wir einen stumpfen Winkel. Das bedeutet einen Winkel zwischen 90 und 180 Grad. Im Nenner unten finden wir noch die Längen der zwei Vektoren, also mit der Wurzel einfach die Längen ausrechnen. Anhand dieses Beispiels wollen wir uns genauer anschauen, wie die oben bereits besprochene Formel funktioniert. Dafür nehmen wir drei Punkte, A, B und C, das sind die Eckpunkte eines Dreiecks. Unser Ziel ist, die Innenwinkel dieses Dreiecks zu bestimmen. Dafür stellen wir uns das Dreieck als Planskizze vor und nutzen natürlich die oben genannte Formel. Als erstes möchten wir den Winkel Alpha bestimmen. Das ist der Winkel, der zwischen den Vektoren AB und AC eingeschlossen wird. Deshalb bilden wir zuerst diese zwei Vektoren. Also Vektor AB bedeutet dann nichts anderes als B minus A, 6, 3 und 6. Und Vektor AC ist dann C minus A, sind dann 4, 5 und minus 2. Dann den Zähler, also Skalarprodukt zwischen den zwei Vektoren ausrechnen. 6, 3, 6 mal 4, 5 minus 2, wir dann 24 plus 15 minus 12 sind entsprechend 27 und dann die jeweiligen Längen bilden. Also Länge von AB ist dann Wurzel aus 6 ins Quadrat plus 3 ins Quadrat plus 6 ins Quadrat sind entsprechend Wurzel aus 81, also 9. Und die Länge des Vektors AC ist dann 4 ins Quadrat plus 5 ins Quadrat plus 2 ins Quadrat sind dann entsprechend Wurzel 45. Es wird alles in die Formel eingesetzt. Cosinus Alpha ist dann 27 durch 9 mal Wurzel 45. An dieser Stelle nicht vergessen, Taschenrechner auf Gradmaß oder Degree umstellen und dann mit Cosinus hoch minus 1 können wir problemlos unser Winkel bestimmen, der beträgt in diesem Fall 63,4 Grad. Alpha haben wir, als nächstes möchten wir Beta, da müssen wir auch aufpassen, dass die Vektoren ausgehend vom Punkt B bilden, das bedeutet BA und BC. BA haben wir indirekt. Das ist ja nichts anderes als der Gegenvektor zu AB, also minus 6, minus 3, minus 6. Und der Vektor BC muss noch gebildet werden, das bedeutet C minus B. In diesem Fall haben wir dann minus 2, 2 und minus 8. Dann wieder Skalarprodukt bilden, BA mal BC. Sind entsprechend minus 6, minus 3, 6 mal minus 2, 2, minus 8. Also haben wir dann 12, minus 6, minus 48, beziehungsweise plus 48. Und entsprechend kommt dann praktisch 54 raus. Dann die Länge von BA muss ich natürlich nicht mehr bestimmen, habe ich schon. Ich schreibe sie nur mal kurz hin. Ist ja das gleiche wie die Länge von AB, also 9.
Und die Länge vom BC muss noch kurz bestimmt werden mit der Wurzel. Also das ist Wurzel aus 2 ins Quadrat plus 2 ins Quadrat plus 8 ins Quadrat. Entsprechend dann Wurzel 72. Das setzen wir natürlich wieder alles in unsere Formel ein und dann haben wir Cosinus von Beta ist dann entsprechend 54 durch 9 mal Wurzel 72. Erneut mit Cosinus hoch minus 1 kriegen wir für Beta 45 Grad in diesem Fall. Um den Winkel Gamma zu bestimmen, ist es nicht notwendig, nochmal die Formel anzuwenden, sondern man kann auch mit der Winkelsumme arbeiten. Also kurz gesagt, Gamma wäre dann entsprechend 180 minus Winkel Alpha, das sind 63,4 Grad, und minus Beta, entsprechend 45 Grad. Somit kriegen wir dann für Gamma 71,6 Grad. Im bereits berechneten Beispiel haben wir uns erinnert, dass die Winkelsumme eines Dreiecks bei 180 Grad liegt. Vielleicht noch eine weitere Sache, die wir in Erinnerung haben, ist, dass die Winkelsumme eines Vierecks bei 360 Grad liegt. Wir erkennen, die Winkelsumme erhöht sich um genau 180 Grad und diesen Gedanken könnte man auch noch weiterführen. Damit meine ich, die Winkelsumme eines Fünfecks wäre dann entsprechend bei 540 Grad, eine 6 ist bei 720 und so weiter. Diese tolle Erkenntnis verdanken wir Euklid bzw. einer seiner Axiomen, aber das wollen wir an der Stelle nicht weiter vertiefen, sonst wird jeder diesem Video abbrechen. Deshalb machen wir mit dem nächsten Beispiel weiter. In unserem nächsten Beispiel interessieren wir uns für die Innenwinkel eines Vierecks. Also, wir haben vier Punkte gegeben, wir können uns so das Ganze vorstellen. Die legen einen Viereck fest, das ist nur eine Planskizze an der Stelle. Und unser Ziel ist natürlich, diese vier Innenwinkel zu berechnen. Für die Berechnung werden wir jetzt allerdings nicht die Winkelsumme benutzen, sondern ich werde jeden einzelnen Winkel ausrechnen, angefangen mit Alpha, also dafür brauchen wir die Vektoren a, b und ad und so weiter. Da die Rechnung ein bisschen lange dauern würde, habe ich jetzt schon alles vorgerechnet. Das sind die vier Winkelgrößen. Erstaunlich, wenn wir die Winkelsumme jetzt bilden, merken wir, dass sie nicht 360 Grad ist. Das bedeutet nicht, dass wir uns verrechnet haben, sondern das Wieso, der Grund dafür ist, liegt daran, dass die vier Punkte nicht in einer Ebene liegen. Also, damit will ich sagen, die Winkelsummen funktionieren nur dann, wenn man ebene Figuren hat, also wenn alle Eckpunkte der Figur in einer Ebene liegen. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Wir befinden uns im dreidimensionalen Vektorraum, deshalb kann die Formel natürlich in diesem Fall auch scheitern. Zum Schluss wollen wir nochmal die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Tutorial zusammenfassen. Als erstes, zwischen zwei Vektoren können drei Arten von Winkeln entstehen, ein spitzer Winkel, ein rechter Winkel oder ein stumpfer Winkel. Dann die Tatsache, die wir zuletzt besprochen haben, dass bei vier oder Vielecke die Winkelsumme nicht stimmen kann, wenn die Figuren nicht in einer Ebene liegen. Und zuletzt, wir unterscheiden zwischen der allgemeinen Winkelberechnung, die wir jetzt angeschaut haben, und die drei Fälle für die Schnittwinkel. Wie bereits gesagt am Anfang, es gibt einen anderen Tutorial, wo ich das mit dem Schnittwinkel ein bisschen näher erklären würde. Also bei Bedarf könnt ihr euch das auch anschauen.